Guten Morgen hier bei Pritschenhausen. Wir sind bereit, die Alien-Festung zu erstürmen mit meinem Kollegen Sarazar. Und wir nehmen seit über 7 Stunden auf. Ich bin sehr gespannt, wie lange wir noch durchhalten werden. Wir schlagen das noch durch heute. Den kleinen Aufnahmemarathon. Ja, also ihr werdet es dann natürlich in ein paar Tagen sehen, wenn wir es durchgespielt haben, hoffentlich. Aber Bonk und Sarazar machen Hardcore-Session vor ihrem Urlaub. Wow. Der Strecke bleibe. Bringen Sie es zu Ende, ja. Wir bringen es zu Ende, Carver. Sie und ich. Ja, aber wenn ich nicht... Ich habe uns hierher gebracht. Das zählt doch auch was, oder? Zählt wofür? Für... Ich weiß auch nicht. Alles Schlechte, was ich getan habe. Hören Sie auf damit, Carver. Sie sind ein guter Mensch. Ich habe mich von meinem Sohn entfremdet. Meine Familie ruiniert. Isaac, ich habe Santos getötet. Macht ein guter Mensch sowas? Gute Menschen meinen es gut. Wir machen nur nicht immer alles gut. Leid wegen Ellie. Mir auch. Mir auch. Hier lang! Schaff das Geräusch zur Seite! Hey, da ist Danny. Es ist noch nicht zu spät. Jetzt gibt's kein Zurück mehr, oder? Und jetzt holen wir uns den Codex. Sarazar, bist du bereit? Und wie ich bereit bin, lieber Grom. Ich war noch nie so bereit wie heute. Und wir haben auch noch nie so eine krasse Hardcore-Aufnahmesession gemacht wie hier bei Dead Space 3. Und jetzt werden Arschschritte verpasst hier. Alter! Wo bist du denn? Wo bist du denn? Ich kenne dich nicht. Alter! Voll die epische Szene. Und wir zwei verkackt. Wie der Typ. Alter. Ich war noch nie so bereit, Leute. Sie müssen damit aufhören. Sind Sie das? Wissen Sie eigentlich, dass Sie nicht tot zu kriegen sind? Wissen Sie von dem Mond? Wissen Sie, was er ist? Teil dieses wunderbaren Ökosystems, Schätzchen. Er ist lebendig, Derek. Er ist hungrig und er ist nicht allein. Wenn Sie die Maschine abschalten, setzen Sie ihn frei. Und dann werden er und seine Brüder unsere Marker und uns finden und uns alle töten. Woher wollen Sie wissen, was er machen wird? Sie fürchten ihn, weil Sie ihn nicht verstehen. Derek, hören Sie mir zu. Derek, hören Sie mich. Arschloch. Ich war noch nie so bereit wie heute. So ganz cool. Warte, da liegt noch was ganz was Wichtiges. Was ist das denn? Hier ist so ein Hebel, um irgendwas zu aktivieren. Boah, wie geil das gerade, weil ich mich tot haben musste. Alter. Oh, was ist das denn? Boah. Hä? Oh. Hier ist so eine Upgrade. Upgrade-Patine. Ja, warte. Nee, die habe ich gerade gefunden. Das ist irgendwas anderes, was du da hast. Ja, ich weiß, aber die Upgrade-Platine würde ich auch gerne mitnehmen. Ich glaube, ich weiß es. So. War echt geil. Alter, sitzt da der Alien-König und da der... Los. Alter. Oh, weg. Ja, genau. Boom, Schakalaka.
So. Ja, das scheint so ein Alien-Vieh zu sein, ne? So irgendwas Bekanntes. Ja, oh. Prominenz. Danik. Sieh es ein, alter Mann, du hast verloren. Ich lauf direkt runter, du auch? Ja, ich komm direkt mit dir. Okay, warte, hier nochmal ganz kurz gucken, ob da auch... Moment, wir brauchen das Ding hier. Okay. Wenn ich es kriegen würde. Soll ich machen? Ich hab's, glaube ich. Zumindest. Warte. Ich hab's. Okay. Hier kommt keiner, da kommt keiner. 5, 4, 3, 2, 1, go! Let's go, let's flow, mein Freund! Oh, wir müssen hier nochmal springen. Oh ja. Ich glaub, da muss doch was sein. Isaac, entkommt! Scheiße, Mann. Ich habe einen Plan! Okay, öffne nochmal. Ja. Hab's. Hast du? Gut. Kriegen wir hin. Alles nur immer der Ruhe. Die Musik ist so spannend. Ich muss einfach durch. Oh, was? Bitte nur. Ach. Alter. Ach. Wow, Alter. Wohlige Landung, ey. So, was in den Codex hingesteckt, will ich gar nicht wissen. So, den Codex zur Maschine bringen. Alter, wir sind hier... Boah, guck dich mal um, guck mal nach oben. Überall Markerzeug. Alter, und die Skelette überall. Wie gruselig das... Boah, das sind diese, Alter. Das sind diese Aliens, ne? Das sind die, die auch übernommen wurden von den Necromorphs, ne? Oh oh! Oh scheiße. Und Rosetta. Aber Rosetta ist ja was kleiner gegen. Oh Mann, ich hab irgendwie die Sorge, dass ich von hinten komme. Oh. Ist schon tot. Hier weiter, komm. Wow! Vorsicht! Scheiße, komm! Achso, ich dachte, ich soll kommen. Alter, Kopf weggesprengt. Aber wie? Nice. Oh. Okay, ich hacke das Ding. Warte. Was mit ihnen hier unten passiert ist, dient uns allen als abschreckendes Beispiel. Was hat sie zu einem solch extremen Verhalten getrieben? Zu solcher Verderbtheit und Gewalt? Ich habe ihre Leichen im Auffangraum beschlagnahmt. Dort hoffe ich, Antworten zu finden, nicht nur hinsichtlich ihres Ablebens, sondern auch bezüglich des Artefakts, das sie in den Tiefen entdeckten. Okay. Falscher Weg. Da kommst du mal. Nee, das ist ja eine optionale Mission, glaube ich, oder? Ja, willst du die machen? Zutritt verweigert. Oh, irgendwie. Ja, dann ist ja super. Halt, da liegt noch was. Wie kann man denn jetzt eine optionale Mission machen, wo es um die Wurst geht, Alter? Das geht doch gar nicht. Hey, das ist bestimmt hier unser Slogan. Mach du das mal lieber. Okay, wenn ich das hinkriege. Der hintere muss nur noch, der hintere muss so, nur. So, der liegt schon. Der hintere, der genau. Öffnen. Was? Das war doch richtig. Das war doch richtig. Ja. Hier ist es auch eingezeichnet. Bei oben. Hä? Das sagt mir, das war falsch. Ach, der erste ist doch der Doppelsitzer. Der hier ist es. Ja, genau, der Doppelsitzer. So, jetzt aber. Ah, okay. Geh mal rein spazieren. Nice. Hier, brauchen wir eine Stange. Ich schmeiß mal kurz den Generator. Huch! Oh, Alter. Oh, wollte ich gar nicht. Komm, bevor wir fliegen, wo ist denn das mit der Stange? Halt! Wo ist denn mit der Stange? Cool. Nee, das war der Generator. Ach so.
Ja, dann. Und wo jetzt? Nach oben nehme ich an. Alter, wie soll man sich denn hier orientieren? Drück mal B. Warte, ich muss erstmal reloaden. Oh, das ist eine Platine. Scheiße, da bin ich vorbeigeflogen. Hab sie. Super. Ach du Scheiße. Au! Oh Gott, schnell weiter. Was schießt denn auf mich? Ich kann gar nicht kämpfen. Komm nicht durch irgendwie. Ey, bin ich zu fett geworden. Ich? Nee, ich. Ach so. Okay, da nach unten. Aua! So, Schnauzeviech. Okay, wir müssen da durchs Tor. Da ist er, ich weiß nicht wo. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Irgendwo ist eine Bank, weil mein Roboter mich wieder zuquatscht. Oh mein Gott, oh mein Gott. Hier sind noch Kisten. Alter, boah. Ich glaube, jetzt geht's richtig ab hier. Ach so, warte, warte. Doppelsitze. Dann der nach unten und der Haken, so. Der Wahlsprache. Kommen wir da schon irgendwie rein. Die Sprache der dicken Mutti. So, Sesam, öffne dich. Ach, guck mal nach oben, Alter. Wahnsinn. Guck mal da oben, der hat eine coole Punkrad-Frisur, ne? Was zum Teufel? Isaac, diese Scheiben auf dem Boden. Sie verbessern unsere TK, sind aber auch höllisch weh. Wird wohl der Preis dafür sein. Ja, das ist Kacke. Straße könnte auch verbessert sein. Probieren Sie es aus, wenn der Schmerz nachgelassen hat. Probieren Sie es aus. Okay. Okay. Ah! Alter, boah. Boah, Alter, was ist denn das da über uns? Guck mal, genau über uns. Bäh. Die Frage ist aber, was machen wir denn jetzt mit den Blöcken? Oder war es das schon? Hast du dem wieder einen Schritt geguckt gerade? Ja, genau über aus Versehen. Der hat ja nicht mal einen Hoden. Ja, Gott sei Dank, Alter. Stell dir mal vor, die würden da runterbaumeln. Das wäre nicht so geil. Das wär Alter. Lustig. Das wäre echt lustig. Komm. Hallo, Freunde! Schmeiß ich gerade an. Generator läuft. Sir, hier unten. Sie können sich nicht vorstellen, was ich heute alles gesehen habe. Ja, ja, komm, Robi, geh mal rein. Roboter ist wieder da, den jage ich hier mal ganz kurz durch die Gegend. Ich hole mal kurz einen Roboter ab und dann jage ich ihn mal ganz kurz hier durch. Lohnt sich wahrscheinlich gar nicht mehr. Robi Robotic. Robi Robotic. Warte, wie scheiße wir mit uns rumschleppen inzwischen. Boah, Wahnsinn. So, ich mache jetzt aber nichts großartig. Halt, ich guck mal ganz kurz wegen Health Packs. Muss mal das Kabel hier gerade ein bisschen richten. Gut, Health Packs sieht gut aus, da muss ich jetzt nichts basteln. Guck mich mal hier um kurz. Boah, Alter, wie heftig sieht das denn aus? Alter! Mist, ich muss wieder husten. Boah, diese Anlage sieht ein bisschen aus wie so eine Anlage aus Ägypten, so eine Fahrradanlage. Boah, wie geil, bitte. Also sind schon geile Szenen mit dabei, muss man sagen. So, Fall. Das hier müssen wir mit Sicherheit aktivieren, das Ding oder so. Was ist denn das? Ach, ein Fahrstuhl. Da müssen wir hoch. Da müssen wir jetzt hoch. Und ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Episode. Dann kannst du auch einmal husten. Genau, das ist eine super Idee. Da freue ich mich. Okay, dann bis morgen, Freunde, wenn wir mit dem Fahrstuhl fahren. Ultra wird das ultra gut. Bis zur nächsten Folge. Yeah!